Geht er allein zur Lodge? Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber wartet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein? Nein, nein, nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! So, Nummer 8. Groll. 3 Stunden bis zum Morgen. Oh, es geht. Das ist doch fast urban. Und wir sind wieder bei M. Ja, jetzt musst du abhauen. Was hat sie denn jetzt bekommen? Taschenlampe oder wie? Was? Oh shit. Oh shit. Oh. Ja, Emily in den Minen. Los, komm, schnapp dir die Taschenlampe und dann hau ab. Okay. Ah, nee, ist hier eine Fackel. Aber egal, es macht Licht. So, hier noch schnell geguckt. Da wir ja nun wissen, dass dieser Psychopath eigentlich bloß Josh ist, der natürlich trotzdem ein Psychopath irgendwie ist, oder ein bisschen freidreht, gibt es jetzt einen neuen Gegner, der sich auch tut. Das ist derjenige oder das, was da oben gerade kämpft. Nicht der Typ mit dem Flammenwerfer, sondern das andere Vieh, was da runtergekommen ist. Was das genau ist und woher das kommt und was es damit auf sich hat, das werden wir im Verlauf entweder diesen Videos oder des nächsten Videos dann noch erfahren. So, was war das? Blackwood Mine, das könnte angebrochen. Das war auch kein neuer Hinweis, wir müssen jetzt noch da. So, dann springen wir. Ja, war jetzt nicht so tief, ne? So, können wir nach vorne? Nein. So, ist hier drinnen noch was? Geht's da rein? Nein, da kommen wir nicht lang. Oder? Dieses Umdrehen, wenn du vorwärts gehst und dann rückwärts gehen willst, oder rückwärts gehst und dann vorwärts gehen willst, dieses 180 Grad drehen, das ist hier ein bisschen langsam. So, was haben wir hier? Ach, den nehme ich mal an, kenne ich auch schon. Mir fehlen noch 2 bei Tod, 1 Verlust und 2 bei Gefahr. Okay. Kann natürlich sein, dass ich die Totems dann auf der Strecke finde, bei den Charakteren, die beim ersten Durchgang gestorben sind. Wie zum Beispiel bei Matt. Oder eventuell auch später bei Jessica, die ja eigentlich auch noch am Leben sein müsste. Da muss ich dann später auch nochmal aufpassen, dass sie auch am Leben bleibt. Ich habe sie ja nicht lange
Durchs Spiel bekommen. So, jetzt müssen wir bei uns erstmal auf M konzentrieren. Auch sie ist noch in der Gefahrenzone. Glaube ich. Auch sie kann hier noch gut sterben. Okay, hier muss es lang gehen. Mann! Falsch gedrückt. Vorsichtig, Patrick, vorsichtig. Ja. Das sind sie, die kleinen niedlichen Krabbelviecher. Wir gehen nach rechts. Ah! Mein Gott. Ich weiß nicht mehr, ob ich beim letzten Mal nach rechts oder nach links gegangen bin. Bin ich jetzt aus Gefahr? Ich glaube fast nicht. Fuck, ey. Ich hab schon nicht mal geatmet. Gut, clever mitgedacht. Ist knapp. Okay, daran kann ich mich erinnern, das war beim letzten Mal auch. Es kam schon. Oh. Ja, beim letzten Mal bin ich abgesprungen. Komischerweise an derselben Stelle rausgekommen. Diese. Fuck! Quicktime Events. Geh mir auf den Sack! Du solltest da nicht im Wald stehen bleiben. Hä? Bei wem bin ich denn jetzt? Bei ihr oder bei ihm? Oder wo? Wen spiele ich jetzt? Sie! Okay, sie ist noch da, das ist gut. Oh, das ist bestimmt wieder so eine Quicktime-Scheiße, ey. Okay. Geht's dir gut? Sie ist bei ihrer Truppe. Super. Sie lebt. Super. So, wir spielen wieder eine Rolle von Chris. Bist du okay? Alles gut, mir tut nichts weh. Ich muss mich nur beruhigen. Das Ding war so verdammt schnell. Was? Ich musste ganz schnell weg. Da war dieses Ding, was immer es war. Beruhig dich. Josh hat uns verarscht. Ihr hört mir gar nicht zu. Ja, frag doch mal, was passiert ist. Erzähl uns genau, das hilft vielleicht. Genau das versuche ich ja. Wir sind auf den Turm geklettert und der Turm ist eingestürzt. Einfach so, direkt in die Minen. Wow, welche Minen? Hier sind überall Minenstollen, unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, sind wir da reingestürzt. Ich komme nicht mit, der Turm ist umgefallen? Und das? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das dein Ernst?
Ja, mein voller Ernst! Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Und dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ja, mach die Tür auf, dann wirst du das, Mensch. Gut. Ja, sichere du mal die Tür, glaube ich. Los, mach endlich, ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, 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 keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Ja, das ist ein Plan. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sag euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Psst, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Na, Mike erinnert sich. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen? Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Der Rest von euch, geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. So, die beiden wollen jetzt den guten Josh holen. Jetzt muss ich mich
relativ gut konzentrieren, jeweils auf dem Rückweg, weil das war die Szene, wo ich Chris leider schon mal verloren habe. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Er weiß alles. Ich weiß es. Ja, verabschiedet euch, ist vielleicht das letzte Mal. Ja, okay, verabschiedet euch nicht. Ist vielleicht trotzdem das letzte Mal. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Okay, Mädels haben sich eingeschlossen. Also, ist vielleicht nicht die dümmste Idee. Wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Die mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Die fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. So, finden wir vielleicht noch irgendwas Schönes unterwegs? Ich denke mal nicht. Ich glaube, wir sind diese Strecke auch schon mehr als einmal gelaufen. Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Ist hier noch irgendwas? Ich denke nicht, dass jetzt hier sich irgendwas Neues aufgetan hat. Okay, das war der Schweinekopf, glaube ich. Ist gerade echt ein bisschen dunkel hier eingestellt. Sie riecht dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Wie bei Kröten. Wir erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsicher. Ja, den hatte ich natürlich auch schon. Okay, das war einfach nur ein Versuch, ob es was Neues gibt. Aber ja, war natürlich nicht so. So, also gehen wir jetzt in Richtung Hütte. Der alte Mann, der Fremde, der darf gerne vorgehen. Diese Dinger, Wendigos, sind oder waren Menschen? Steckt dann irgendwo noch ein Rest Menschlichkeit? Ein paar Dinge sind noch da. Ich meine, sollte man sie dann töten? Vielleicht kann man sie heilen, oder? Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Keine Heilung, keine Absolution. Ich meine, wenn es noch Menschen sind, darf man sie dann verletzen. Und wenn du einem gegenüberstehst, heißt es du oder er. Spiel ruhig den Moralapostel. Das machst du bestimmt nicht lang. So, wir nähern uns der Hütte. Vorne ist zu, okay. So, Josh ist weg. Ich bin bereit. Verdammt, was soll das? Oder bin ich auch vielleicht doch nicht bereit? Ich weiß es nicht. Still. Aber ich kann es eh nicht erinnern, ich muss da jetzt durch. Und Chris auch. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper. Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben. Und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Klingt lecker, ne? Achso, nee, okay. Halt, warte mal, geh nochmal zurück. Oh, krass. Irgendwelche Hinweise oder so?
hinten in die Ecke? Nein. Ach, vergiss es. Achso, das war das Sägeblatt. Ansonsten. Hier blinkt auch noch was. Da. Shit. Okay, aber im Kreis gegangen, auch schön. Gut, dann scheint da nichts weiter gewesen zu sein. Dann machen wir uns jetzt mal in Richtung Lodge. Halt, nicht bewegen. Ganz leise. Ey, pfff. Hab ich auch nicht gemacht? Echt? Lauf! Los, los, los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott, verdammt! Oh Gott. Wir müssen weg hier! Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, Chris, jetzt bist du auf dich allein gestellt. Oh Scheiße. Ich drück mir mal die Daumen, dass ich jetzt mit Chris den Arm durchkomme. Ja? Ja, nicht fick dich, lauf. Scheiße. Mach die Tür auf. Gleich hinter mir, komm schon, bitte lass mich rein. Ash, was machst du denn? Oh nee, ehrlich jetzt, bist du bescheuert? Ashley! Oh, Ash ist so eine blöde Kuh, echt? Oh. Ash. Chris! Ey, so eine Fuck. Bitch! Was zum oh. Ey, so... Sofort. Okay? Bleib bei mir, Ash. Oh, du bist so eine dumme Kuh, echt. Er hätt's geschafft, er hätt's geschafft. Ich hätte ihn durchgebracht. So eine Pissflitsche, echt. Spur von ihm, ich glaube, den hat's auch erwischt. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Den Weg hier raus. Mike, ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll, toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaube ich, da unten und... Ha. Was?
Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Das war furchtbar. Warum? Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Was ist das? Was ist das? Ash. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht. Nein. Es hat mich gebissen. Nein, gebissen? Was hat dich gebissen? Der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich. Es ist nicht so schlimm. Wenn der dich gebissen hat... Ich weiß, was ich jetzt denke, und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was, so passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann wirst du auch einer davon. Und ach, du bist völlig durchgedreht. Du spinnst doch. Ich bin so sauer auf die, echt. Was? Die hat meinen ganzen Plan zerstört. Soll das ein Scherz sein? Du bringst uns alle, Heil ins Ziel zu bekommen. Emily, du kannst nicht bleiben. Mike, reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen den Gefallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da in Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Wow, okay. Wow, Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike, mich? Das ist der Schutzraum, M. Mann, bitte! Er ist nicht sicher, solange du hier bist. Mike. Nicht für uns! Nicht, tu das nicht! Es tut mir so leid. Ja, du erschießt ihn nicht. Fuck, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Du hast das Richtige. Hoffen wir es. Vielleicht. Vorerst. Shit. Fuck, fuck. Beobachtet sie. Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun. Ja. Ja. Keiner geht raus. Okay? Es ist nicht sicher da draußen. Ich bin bald zurück. Mir schwirrt jetzt die ganze Zeit die Szene im Kopf, wo die beiden, also Ashley und Chris, am Tisch saßen und er sich entscheiden musste, oder ich mich entscheiden musste, wer erschossen werden soll. Und dass ich da irgendwann nochmal zurückgehen muss und ab der Szene das ganze Spiel nochmal spielen muss, damit ich alle retten kann. Boah. Ich dachte, dass er uns helfen würde. Der Flammenwerfer-Typ? Jetzt haben wir keine Chance. Nein, Leute, es heißt nur, wir müssen stark sein. Wir müssen es allein schaffen. So, Ashley liest jetzt dieses Buch. Das werden wir jetzt aber nicht machen. Wir kennen das nämlich alle schon. Da steht unter anderem auch drin, dass sie nicht durch Biss übertragen werden können. Was ist denn? Was steht da? Hier steht, dass der Biss. Bist du nicht infiziert? Es passiert überhaupt nichts.
Lass mich das sehen. Sorry, was hast du gesagt? Hier steht, du bist okay. Hier steht was? Es wird nichts passieren. Nichts? Mike hat mich fast erschossen, nennt ihr das nicht? Er hat nicht geschossen. Und die Schlampe hat ihn ermutigt. Ey, das ist nicht fair. Sie hatte Angst. Ich bin es, die Angst hat. Tut mir leid, Emily. Ich wusste nicht, was passieren wird. Niemand wusste das. Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür. Bitte, Emily, bitte versuch doch zu verstehen. Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt. Ja, richtig so. Ich mag zwar Emma auch nicht, aber ich habe gerade so viel Wut hier auf so leid. Madame Ashley. Scheiße. Oh. Shit. Das war eine Trophäe. Wir müssen zu Mike. Sofort. Oh, Joshua. Ah, okay. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Puh. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Joshua, warum hast du sie verletzt? Ja, sie haben mich verletzt. Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwester. Sie haben nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Ja, es sollte dir leid tun. Hoffen wir, dass es nicht zu spät für Buße ist. Und dass deine Freunde, falls sie es dennoch sind, dich retten vor etwas, das schlimmer ist als der Tod selbst.